Während die einen im Geibelbad die Freuden des Wassers genießen, ihre Bahnen ziehen oder einfach nur entspannen, wird im unteren Teil, da wo sich die Technik befindet, ordentlich nachgefragt. Denn seit neuestem können die Besucher auch einen Blick hinter die Kulissen des Geibelbades werfen. Die kostenfreien Führungen durch das Bad und das dazugehörige Technikimperium leitet Hans-Michael Nowak. Mit dem Einblick in die hochkomplizierte Technik möchte er das Verständnis der Besucher für die letzte Preiserhöhung im September 2013 gewinnen. Diesen Preisanstieg den Gästen mal klar vor Augen zu führen, führen wir also auch durch die Technik, um mal den Leuten zu zeigen, den Besuchern speziell, was ist notwendig, um also die Badefreuden zu genießen. Zudem erfährt der Besucher, welche Maßnahmen zur Hygiene und Sauberkeit im Bad durchgeführt werden und wie viele Leute für die Sicherheit und das Wohl der Badegäste sorgen. Der Pädagoge Uwe Fleischer ist im Rahmen einer Arbeitsgruppe extra aus Elster-Trebnitz angereist. Die Führung fand er wirklich aufschlussreich. Was ihn besonders begeistert hat, ist die ausgereifte Warmwasseraufbereitung. Was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass die eigene Rückstaubecken hier haben. Also man kennt es ja sonst aus dem privaten Pool, sage ich jetzt mal, wer jetzt einen hat. Da wird rückgespült und dann geht das Wasser eben in eine Kanalisation. Wir waren vor's Jahr auch im Bad gewesen, da ist das noch so gelaufen. Deswegen hatte ich ja auch die Frage gestellt, wie viele Liter werden hier verbraten am Tag. Dass die also ihr Becken wirklich, also ihr Schmutzwasser sozusagen selber filtern. Das ist ja wie eine kleine Kläranlage innerhalb des Schwimmbades nochmal. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mit Wärmepumpen gearbeitet wird, wo, ich sage jetzt einfach mal ausnahmsweise, sowohl die Kaltluft als auch das eigentliche Produkt, die Warmluft, genutzt werden kann. Die jetzigen Preise findet er, nachdem er über den Arbeits- und Personalaufwand informiert ist und die Technik gesehen hat, gar nicht so hoch. Also ich gehe jetzt zwar nicht oft baden, aber ich zum Beispiel in Leipzig kenne ich die Preise und die sind ähnlich. Was mich persönlich überrascht hat, war die Vielfalt eigentlich, weil in vielen Bädern ist eine normale Sauna, vielleicht noch eine Dampfsauna, aber hier ist ja nun doch ein bisschen mehr. Insofern sind die Preise also eigentlich sogar noch günstig, wenn man sie dann wieder vergleicht, was wird mir geboten. Denn im Geibelbad gibt es neben einem 25-Meter-Becken, einem Nichtschwimmerbecken, einem Kleinkinderbereich, auch ein Außenbecken, ein Dampfbad und einen separaten Saunabereich. 4.800 Kubikmeter Wasser müssen täglich gereinigt, pH-Wert und Chlorgehalt überprüft werden. Wenn es irgendwo klemmt, ist immer einer der vier Techniker vor Ort. Die wissen genau, was täglich zu tun ist. Früh am Morgen kontrollieren wir die kompletten technischen Anlagen. Wir nehmen die Betriebsdaten auf, Wasserverbräuche, Gasverbräuche. Und dann werden punktuell die Anlagen durchkontrolliert, Heizungsanlage, Badewassertechnik. Und dort, zum Beispiel bei der Badewassertechnik, spülen wir die Filter zurück. Ja, also das Wasser wird da ständig 24 Stunden am Tag aufbereitet. Und diese Filter sind verschmutzt, die werden zurückgespült, dass sie wieder sauber sind. Viel Aufwand, von dem man als normaler Badbesucher gar nichts mitbekommt. Wenn auch Sie mehr erfahren und einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten, können Sie sich gerne telefonisch unter 03501 710900 anmelden. Die Führungen finden am Freitag, den 13. Dezember 2013 um 10 Uhr am Sonnabend, den 18. Januar 2014 um 14 Uhr statt. Die Führung dauert circa eine Stunde.